Hi Leute, Zenex hier und willkommen zu Disgaea 4 Next Core Challenge. In der letzten Episode haben wir die 7 Yakshas erledigt, nachdem wir die 4 Divas erledigt haben, oder Devas, und die 3 Brutes davor erledigt haben. Mal sehen, was als nächstes kommt. Vorbereitungen haben wir eigentlich soweit getroffen. Gucken wir uns nochmal kurz die Level an. Vervator ist 67, sehr gut, hat kein Level gemacht, aber ist trotzdem immer noch unser höchster. Big Show 64 jetzt, Desko 65, die rücken langsam auf, ist auch gut so. Nisasso 45, Volcanus 49, hat einige Levels gemacht. Voltan 43 insgesamt, also schon 93 Level, die er gemacht hat. Kann man natürlich nicht vergleichen, weil die Level natürlich jetzt immer schwieriger sind zu kriegen. Aber der ist gut dabei. Zeno Level 37. Können wir gut mitleben. Und ja, einmal kurz gucken, ob wir wirklich alle vollgeheilt sind. Jupp, yep, dann können wir loslegen. Vorbereitungen, wie gesagt, sind getroffen. Ab zum nächsten Level. Episode 7, Tyrant vs. President, wie schon gesagt, oder wie das Spiel schon gesagt hat, das letzte Kapitel, Lord's Test. Ah, keine Zwischensequenz, okay. Let's go! Was ist das denn für ein Level? Ich erinnere mich dunkel. Blöd. Wieder so ein typisches Anti-Level für uns. Aber das kriegen wir, denke ich, hin. Okay. Wir haben hier Witch-Doktoren, Level 62. Wir haben hier Shooter, also die Weiterentwicklung von Hunters, glaube ich. Also die zweite Stufe zumindest. Wie auch immer. Shooter. Also greifen mit ihrem Bogen an. Magic Knights werden casten und sind sehr gut da drin. Und Outlaws, wie unser Nisasso, können also nur nach vorne angreifen. Aber alle Level 62. Schlimmer sind noch die Geoblöcke. Ally Damage 20%, Disperse Damage. Bedeutet, dass wir A, mit Ally Damage jede Runde 20% Schaden kriegen und mit Disperse Damage der Schaden verteilt wird, der gesetzt wird. Ally Damage ist wesentlich schlimmer. Die Blöcke sind hier oben einmal, das ist Disperse Damage. Den ignorieren wir dann erstmal und wir gehen erstmal auf den Ally Damage Block hier. Gut, wie machen wir das am besten? Wir müssen so viel Schaden machen wie möglich an diese drei. Und rüberkommen. Das heißt, wir werden mit Valve rübergehen. Weil Valve macht richtig viel Schaden, wenn er ran kann. Ist die Frage, wie machen wir das am besten? Da ich ja auch Kombos machen will. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir können... Ja. Wir machen das mal so. Versuche mal jetzt mal ein bisschen zu tricksen. Das kann gut gehen, das kann auch schief gehen. Vulcanus. Hierhin. Desko. Hierhin. Ich will nämlich auch gleich Damage hier auf die machen. Habe ich mir jetzt überlegt. Es könnte vielleicht gut gehen. Schauen wir mal. Nisasso. Hierhin. Voltan. Ist die Frage, machen die überhaupt mehr Damage? Ich glaube, das Risiko gehe ich mal nicht ein. Ich werde trotzdem mal mit Desko mal reinhauen. Ich werde es einfach mal machen. Ich denke, das werde ich machen. Ja, werde ich machen. Okay. Valve hierhin. Das war eigentlich mein Plan. Und dann werde ich nämlich jetzt erstmal nochmal Braveheart verteilen. Bevor ich dann jetzt Velvators natürlich rüberwerfe. Dann gibt's Combo Time. Die Sasu geht nach vorne. Er braucht nur hier hingehen. Tree Burst. Und dann einmal schön. Impaler Prince könnte reichen zum Finishen. Schauen wir mal. Execute. Take this. Durch die 30% mehr Damage, 30% mehr Attack könnte es reichen, um alle down zu kriegen. Sehr schön. Gute Kombo. Und auch schön Levels gekriegt, Level 68. Gibt erstmal schön Mana für alle. Ist ja auch immerhin etwas. Und hier machen wir das dann so.
Ich stelle mich mit ihm mal hier hin. Ich glaube, das müsste trotzdem in Range liegen. Ja, er kann gut Damage machen an die. Und Desko hat den Buff. Und würde so sogar schon fast killen. Das heißt, ich kann so und Fire machen. Und würde sie 100% alle erledigen. Das wäre ein Traumstart. Wäre natürlich fast, obwohl, ne, ist ja bei dem Training Ground. Auch Voltan ist ja noch im Training Ground. Sehr, sehr gut. Ist Voltan im Training Ground? Ist er. Sehr schön. Und sogar eine Aura Pyramid, das heißt, alle kriegen was davon. Voltan Level 48. Sweet Jesus. Ja, dann werden wir nochmal Big Show hier hinten hin frachten. Der soll mal hier deffen. Die einzige, die jetzt wahrscheinlich Schaden kriegt, obwohl... Ne, es müsste eigentlich keiner Schaden kriegen. Vielleicht kriegt Vulcanus Damage. Vielleicht. Ne, keiner kriegt Schaden. Ah, jetzt habe ich... Ne, klar, Block konnte ich auch gar nicht rüberwerfen. Kann ich jetzt erst rüberwerfen. Also einmal Lift. Ja, wir gucken mal eben, wie sehen die HPs aus. Die fallen natürlich auch alle einen Schritt nach unten. Ja, das halten sie aber aus. Throw... Okay, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir irgendwie Valve auch wieder rüberkriegen. Deswegen machen wir das mal so, dass wir Sino rüberwerfen. Dann steht er da hinten auch ein bisschen sicher und kann, es kann nichts mehr mit ihm passieren. Und hier werden wir Valve wieder rüberwerfen. Gut, willkommen zurück. So. Und dann machen wir das so, dass wir... Mit ihr hier hingehen. Wir heilen einmal hoch, bevor wir fortfahren. Sehr schön. Und ja, ich mach mal Death. Ich glaube nicht, dass wir angegriffen werden. Ne, okay. Und jetzt heißt es, die da hinten die drei kaputt machen. Auch hier werden wir wieder ein bisschen kombomäßig agieren. Und zwar, wie machen wir das? Kommen wir von der Range eigentlich überhaupt da alle hin? Hehe, wir stehen eigentlich gar nicht so geil. Dann müssen wir noch ein bisschen anpassen. Ein bisschen mit den Bewegungen, damit wir gleich alle dort stehen können, wo wir wollen. Ich will nämlich sie wieder hier stehen haben. Damit sie wieder hier alle reinrotzen kann. Er soll in Range sein, dass er genau... Er kann ruhig hier stehen, er hat die Range, um dann von dort auf 3 Damage machen zu können. Er soll auch in die Nähe kommen, um die Combo zu starten. Und vorher soll sie natürlich nochmal wieder buffen. Machen wir mal einen Braveheart für alle drei hier. Macht eigentlich keinen Sinn. Machen wir mal Braveheart. Dann machen wir mal für 3. Okay, dann kann Vervatoros sich vielleicht schon um die anderen kümmern. In den nächsten Runden. Er defft mal weiter. So. Wenn ihr wissen wollt, warum ich das mache, werdet ihr jetzt sehen. Genau. Und ich werde jetzt einmal nochmal einen Heal mitgeben für ihn. Sicher ist sicher. Und dann geht's los. Wir gehen hier hin. Stellen uns mal... Ich glaube, wir können uns sogar hier hinstellen. Tribus reicht nicht, aber Spitting Bullet reicht. Combo starten. Dann kommt Desko. Würde sogar fast den Kill schon machen. Müsste eigentlich sogar fast den Kill machen. Und sonst haben wir im Zweifel noch Voltan. Schauen wir mal. Er trifft. Knapp, aber er trifft. 100% Crit True Godly Weapon. In Speed-Format natürlich, weil wir die schon mal gesehen haben. Alle getroffen. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Hat er Resistenzen? Er hat Feuerresistenz gerade. Warte mal, was ist denn, wenn wir... Ich glaube nicht, dass wir Star schon dahin kommen. Star würde vielleicht gehen. Ich glaube nicht, dass Mega Fire gehen wird, oder? Nee. Dann werden wir uns mit ihm... weiter wegbegeben. Er wird hier mal deffen, damit er für ihn einspringen kann. Er hat ja eine hohe Death.
Daher sollte es kein Problem sein, den Schaden einzustecken. Sie hat eh genug HP. Wobei ich fast... Ich mache es sogar noch anders. Ich will wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich schnapp mir einfach Nisaso und wirf ihn eine Runde weg. Und dann ist er weg. Währenddessen Vorbereitungen treffen für die letzte Gruppe. Sie stellt sich dahin. Er stellt sich mal hierhin, um... Er könnte das eigentlich ganz gut wegdeffen für ihn. Neben Vulcanus kriegt er nämlich auch noch einen Buff, wie ihr seht. Deswegen könnte er dann wirklich gut das wegstecken. Und sonst haben wir vielleicht noch ein Item, das er benutzen kann. Irgendwie ein... Ne, er hat keinen Mana-Trank oder so. Na gut, dann Special Burst. Ja, ne. Defend. Ne, Defend. Ja, dachte ich mir. Guard. Und er muss eigentlich das locker wegstecken können. Ja, mehr als nur locker. Sehr schön. Dann können wir finishen. Ist die Frage, wer soll finishen? Soll Desko finishen? Ich will ja eigentlich dafür sorgen, dass wir die da hinten jetzt schon platt machen können. Deswegen... Hua. Hua. Lift. Throw. Impaler Prince und alle wären down. Ist okay. Ruhig ein bisschen Mana für alle verteilen und Vervitoris muss immer top bleiben. Ist die Frage, wer zieht noch nach? Ich denke mal, den letzten Kill gönne ich wieder Voltan. Wo ich könnte ihn auch Vulcanus geben. Dann wäre sie wahrscheinlich Level 50. Wobei Voltan halt wirklich gut wird mittlerweile. Ich gebe es Voltan. Ich brauche einen guten Caster auf Dauer. Der kann auch ruhig die Mana gebrauchen. Star 35%. Ja gut, vielleicht trifft er ja auch gar nicht. Vielleicht trifft Vervitoris hier nicht alle. Oder kann hier nicht alle killen. Gibt Crits. Triple Kill. Und Star Drift. Bam. Ja, Level geschafft. Super. War nicht schwer. Panikmache irgendwie vorher. Ein Taiyaki kriegen wir. Ein bisschen was zu fressen. HL wieder ganz gut. XP ganz gut. Das heißt ganz gut, 3750 ist jetzt nicht so viel. Und ja, nächste Kapitel wäre Feast of the Wolf. Aber das machen wir erstmal nicht.